Hey Fußballfreunde, eine Woche ist schon wieder rum und es haben wieder einige Mannschaften auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wir schauen wieder auf 10 Wechsel und liefern euch die dazugehörigen Fakten. Let's go! Der Modestwechsel ist gescheitert und trotzdem verpflichtet Köln einen neuen Stürmer. Von Mainz kommt John Córdoba, der 24-jährige Kolumbianer, für 17 Millionen Euro. Er konnte für den FSV in der letzten Saison in 33 Spielen 8 Tore und 5 Vorlagen sammeln. Bei solchen Zahlen fragt man sich dann, ob es die 17 Millionen wirklich wert ist. Fakt ist, Córdoba ist jetzt Kölns teuerster Neuzugang. Sogar vor Lukas Podolski. Und gleichzeitig Mainz teuerster Abgang. Vor Yunus Malí. Mainz wurde nach dem Córdoba-Wechsel auf dem Transfermarkt auch aktiv. So konnten sie den 23-jährigen Dänen von Middlesbrough verpflichten. Es ist keine Ablösesumme bekannt, aber dadurch, dass er so wenig Spielzeit bekommen hat in der letzten Saison, kann die nicht allzu hoch gewesen sein. Fakt ist, bei Middlesbrough hat Fischer leider abgebaut. In 16 Spielen konnte er nur 3 Vorlagen sammeln. Bei Ajax Amsterdam waren es in 111 Spielen 52 Torbeteiligungen. Marcel Hellers Vertrag beim Absteiger Darmstadt 98 läuft aus und es hat nicht lange gedauert, bis sich ein Bundesligist gemeldet hat. Der Flügelflitzer kommt ablösefrei zum FC Augsburg. Ein Transfer, der auf den Außen vor allem Schnelligkeit, Erfahrung und Verantwortungsbewusstsein bringt. Denn Fakt ist, Heller hat seit der Saison 13/14 für Darmstadt bis auf 5 Spiele jedes Ligaspiel absolviert. Bei Stuttgart fühlte er sich 4 Jahre lang heimisch, jetzt fehlt ihm das Bekenntnis zu seiner Person. Alexandre Maxim hätte vom Vorstand gerne gehört, dass der VfB noch weiter mit ihm plant. Das blieb allerdings aus und deshalb überweist Mainz jetzt 3 Millionen Euro an die Schwaben und bindet Maxim bis 2021. Schon komisch, weil irgendwie kennt man ihn ja nur in Stuttgart-Trikot. Allerdings hat er mehr Erfahrung auf dem Buckel, als manche denken, denn Fakt ist, mit 17 Jahren spielte er schon mal für die Jugendmannschaft von Espanyol. Von dort aus führte sein Weg über Panduri in der Heimat zum VfB Stuttgart. Frankfurt macht keine halben Sachen. Nach der Verpflichtung von Haller kommt jetzt der zweite Mittelstürmer. Auf Leihbasis für 2 Jahre von Benfica Lissabon. Dort konnte er in der letzten Saison leider nur für die zweite Mannschaft spielen. Das soll in Frankfurt besser werden. Und zwar vielleicht sogar besser als gedacht. Denn Fakt ist, Zvestan Terzic, der Vorstand vom Roten Stern Belgrad, sagte mal über das Talent, Jovic wird einer der besten Torschützen Europas. Viel Spaß, Jovic, mit dem minimalen Druck. Das waren die ersten 5 Transfers. Wer meint ihr, wird für seinen Club die größte Verstärkung und wer war nur rausgeschmissenes Geld? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Der Vertrag des 34-jährigen Türken beim FC Augsburg läuft aus. Er will sich eine neue Herausforderung suchen und die hat er jetzt in Tschechien bei Slavia Prag gefunden. Außerdem möchte er Platz machen für die Jugend des FCA, denn mal ehrlich, mit 34 rückt das Karriereende stetig näher. Deshalb war das jetzt wahrscheinlich auch sein Abschied aus der Bundesliga. Fakt ist, in der Bundesliga konnte er ganze 351 Mal für Frankfurt, Schalke, Augsburg und Kaiserslautern auflaufen. Damit verlässt eine kleine Legende die Bundesliga. Córdoba ist weg, Kenan Kodro kommt. Der Mittelstürmer von Osasuna soll den Kolumbianer ersetzen. Nachdem er in der letzten Saison in 28 Spielen auf 7 Tore kam, sind 1,75 Millionen Euro Ablöse schon ein echtes Schnäppchen. Besonders, weil durch den Verkauf von Córdoba 17 Millionen in der Kasse der Mainzer sind. Damit lässt sich noch ordentlich auf dem Transfermarkt zuschlagen. Fakt ist, für ihn war der Wechsel schon sicher. Er sagte selbst, sein Ziel sei immer die Bundesliga gewesen. Hoffentlich gefällt ihm die deutsche Luft. Mainz hört einfach nicht auf. Die letzten Tage wird richtig auf den Putz gehauen. Naja, jetzt bei dem Transfer nicht so ganz, denn ablösefrei kommt René Adler von Hamburg zu den Rheinhessen. Trotzdem ist der Transfer für beide Parteien ein Schritt in die richtige Richtung. Besonders Mainz kann davon profitieren, denn Hut und Ersatztorwart Müller können von seiner Erfahrung wirklich noch was lernen. Und Fakt ist, für Mainz verzichtet Adler sogar auf das große Geld. Mit 1,5 Millionen Jahresgehalt kriegt er nur halb so viel wie beim HSV. André Hahn war bei Hertha im Gespräch, bei Augsburg und bei Bremen. Jetzt allerdings kommt ein ganz anderer Club, nämlich der HSV. Sie verpflichten ihn für 6 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach. Der Offensivmann ist vorne variabel einsetzbar, kommt in der letzten Saison auf 45 Spiele für die Gladbacher. Und der HSV ist ihm gar nicht so neu, denn Fakt ist, André Hahn spielte schon mal für die Jugend des HSV, von 2008 bis 2010. Leider konnte er dort nicht überzeugen und kam dann über weitere Stationen 2013 zum FC Augsburg. Wiedwald von Bremen möchte nach England, steht schon in engem Kontakt zu Leeds United. Deshalb muss ein Ersatz her, vielleicht sogar eine neue Nummer 1 direkt. Jiří Pavlenka von Slavia Prag soll dafür jetzt die Lösung sein. Der 25-jährige tschechische Nationalspieler
kommt jetzt zu Bremen und soll laut Baumann schon länger gescoutet worden sein. Und er ist eine echte Verstärkung, denn Fakt ist, in 33 Spielen konnte er 14 Mal zu Null spielen, musste nur 24 Mal hinter sich greifen. Wir haben es geschafft, Leute, das waren die 10 heißesten Wechsel der Woche. Was meint ihr? Wer kann seinem Club am meisten bringen und wer war nur rausgeschmissenes Geld? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst einen Daumen und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal.